Hallo und herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge von Solo Nomade. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich wollte heute mal in der ersten Folge darüber sprechen, was dich eigentlich genau hier erwarten wird im Podcast, über welche Themen ich sprechen werde und wie es vielleicht in Zukunft hier aussehen wird, beziehungsweise worauf du dich freuen kannst. Und ich wollte auch in der ersten Folge dann schon mal ein Thema ansprechen, womit ich mich heute sehr beschäftigt habe und auch aber eigentlich schon länger beschäftige. Und vielleicht interessiert dich das auch dann, das Thema. Da geht es um Minimalismus und da werde ich dann später nochmal drüber reden. Für diejenigen, die mich jetzt noch nicht kennen, mein Name ist Danny, ich bin 27 Jahre alt und ja, ich habe Solo Nomade quasi letztes Jahr gegründet und arbeite im Grunde als Designer bzw. UX-Designer, habe mich mit 18 selbstständig gemacht, damals während der Schulzeit schon und seitdem in sehr, sehr vielen verschiedenen Projekten gearbeitet, war in Kanada, habe dort als Lead-Designer gearbeitet, habe an ganz vielen Banken und Aktiengesellschaften gearbeitet, habe mit Apple zusammengearbeitet, mit Google, ganz, ganz vielen Startups und kleineren Unternehmen und ja, in letzter Zeit auch viel mit IoT und mittlerweile geht es ja alles noch ein bisschen mehr in VR und Augmented Reality und all so ein Zeugs. Also ich habe da sehr, sehr viel technisches Background, ich habe auch Interactive Design studiert, was sehr zukunftsorientiert war und kann sehr viel über Design und auch vielleicht Frontend-Entwicklung reden und wie so der Job ist und was man da so machen kann. Und nebenbei mache ich natürlich auch Fotografie ganz viel und habe mich letztes Jahr sehr stark mit YouTube beschäftigt und Videoschnitt, was mir sehr, sehr viel Spaß macht. Möchte da natürlich mehr bessere Videos machen und mehr Videos und andere Videos. Und ja, das ist so kurz mal über mich zusammengefasst. Wenn du mehr über mich lesen möchtest, kannst du gerne mal auf dem Blog vorbeischauen, auf solonomade.de, da gibt es eine Über-mich-Seite, da siehst du alles im Detail, kannst du gerne vorbeischauen. Ich wollte jetzt ganz kurz noch erklären, was dich eigentlich in dem Podcast erwartet und warum ich ihn eigentlich gestartet habe. Und zwar, ich habe ja den Blog von Solonomade angefangen letztes Jahr und auch den YouTube-Channel letztes Jahr angefangen. Und auch Instagram, wie du vielleicht weißt. Und da ich gerade den Blog ein bisschen ändern möchte, eher zu einer Art Fotoblog und Fotostories und mehr auf Fotografie fixiert und natürlich halt Reisen und digital arbeiten, wollte ich aber einige Themen, über die ich vielleicht nicht so unbedingt schreiben möchte oder kann, einfach mal sprechen, weil ich denke, dass es sehr viel angenehmer ist, sich einfach mal anzuhören, was ich so zu sagen habe, anstatt das vielleicht zu lesen, weil es nicht immer funktioniert, weil dann ist man irgendwie auf dem Weg zur Schule oder auf dem Weg zur Arbeit oder macht irgendwas anderes nebenbei und dann kann man einfach ganz entspannt den Podcast nebenbei hören und muss sich nicht unbedingt hinsetzen und den Blog lesen. Und deswegen dachte ich, wäre das eine gute Idee, mal so einen Podcast zu starten. Das ist ja auch nicht mein erster Podcast. Ich hatte letztes Jahr schon mal einen Podcast, beziehungsweise vorletztes Jahr. Und das heißt, ich bin jetzt einfach mal wieder back to the podcast business und werde einfach mal in nächster Zeit ein bisschen über meine Reisen sprechen, sowie über Fotografie, ortsunabhängiges Arbeiten, Projekte, die ich anstoße, Dinge, die mich vielleicht beschäftigen irgendwie oder auch Interviews mit anderen Reisenden, Fotografen oder auch digitalen Nomaden, sodass du eigentlich eine sehr breite Themenvielfalt hier haben wirst. Der Podcast an sich wird wahrscheinlich sehr privat auch sein. Das heißt, ich werde viel auch drüber sprechen, was ich vielleicht gemacht habe, woran ich arbeite gerade, wo ich vielleicht gerade nicht weiterkomme oder was ich geplant habe, was ich wieder in den Haufen geschmissen habe. Und da gibt es ja einige Projekte, die ich so in nächster Zeit angehen werde. Zum Beispiel das Fotocamp für nächstes Jahr. Da werde ich euch ein bisschen auf dem Laufenden halten, wie es so läuft hier im Podcast. Und außerdem plane ich auch für YouTube gerade noch so ein paar Videoserien und auch Coaching-Angebote. Und das werde ich alles so ein bisschen im Podcast besprechen. Ich hoffe, dass es dir gefallen wird. Und ja, also das wäre so quasi das, was dich im Solonomade-Podcast erwartet. Ich würde es jetzt auch nicht unbedingt in Stein meißeln, weil man entwickelt sich ja irgendwie immer weiter. Und vielleicht komme ich irgendwie dann mal auf so ein anderes Thema oder meine, hey, das wäre auch irgendwie voll cool, darüber zu sprechen. Deswegen halte ich es einfach thematisch mal offen. Du bekommst einfach den Einblick in mein Leben und vielleicht auch in das Leben von anderen, wenn ich die Interviews führe. Und ich hoffe, du wirst vor allen Dingen was in dem Podcast lernen oder kannst was für dich mitnehmen oder hast auch irgendwie Input für mich, was du mir vielleicht irgendwie dann per E-Mail mitteilen kannst oder im
Blog in irgendeinen Kommentar schreiben kannst oder auf Instagram oder wo auch immer. Da freue ich mich natürlich sehr drüber, falls du irgendwie Anregungen hast oder Verbesserungsmöglichkeiten oder Themenvorschläge, was auch immer. Schreib es mir gerne einfach irgendwo Instagram, Direct Message, E-Mail, was auch immer. Ich werde den auch wahrscheinlich gar nicht wirklich schneiden, den Podcast. Das heißt, es ist einfach so frei reingesprochen und ich hoffe, dass es dann trotzdem irgendwie funktioniert und dass es nicht so langweilig wird. Und dann würde ich sagen, das war jetzt mal so die Introduction in den Podcast. Falls mir später nochmal was einfällt, werde ich es in der nächsten Folge erzählen, aber jetzt gerade spontan fällt mir da eigentlich gar nichts weiter ein. Das sind so die Themen, über die ich gerne sprechen möchte und ich hoffe, dass da was für dich dabei ist. Oh, ein Thema habe ich noch vergessen, natürlich Social Media Marketing, Instagram etc. wird natürlich auch vorhanden sein. Das zählt sich aber alles so ein bisschen zu digital arbeiten bzw. ortsunabhängig arbeiten. Und da kann ich vielleicht noch ein bisschen Input geben, so als, ich sage mal, Influencer, mal aus der Sicht der Influencer zu sprechen, beziehungsweise wie ich so das Instagram-Business auch erlebe oder auch YouTube so ein bisschen. Ja, ich würde eigentlich ganz gerne mal mit dem ersten Thema starten, was mir so einfiel zu dem Podcast jetzt vielleicht auch ganz gut passt, finde ich, weil ich habe heute meinen Schrank aussortiert. Und es geht zum Thema Minimalismus. Falls der Minimalismus nichts sagt, es geht eigentlich darum, dass man ja im Grunde mit so wenig Dingen wie möglich oder nur mit den Dingen, die man quasi wirklich braucht, auskommt. Also nicht wirklich übermäßig viel besitzt und irgendwie ganz viel kauft, was man eigentlich gar nicht braucht, weil man hat eigentlich genug, wenn man es dann auch wertschätzt und auch tatsächlich benutzt, weil oftmals kauft man ja Dinge, die man gar nicht lange benutzt oder vor allen Dingen in Klamotten angeht, kauft man irgendwas und es landet dann irgendwo ganz hinten im Schrank und man sieht es nie wieder und hat es eigentlich wirklich nie angehabt. So ist es mir auch passiert. Ich habe heute meinen Schrank weiter aussortiert. Ich hatte letztens schon mal angefangen mit Tim, den Schrank von den Klamotten zu befreien. Das heißt, ich hatte irgendwie 4 Stapel von T-Shirts in einem Regal bis oben hin voll. Es waren einfach zu viele. Ich weiß gar nicht, es waren bestimmt 50, 60 T-Shirts oder so. Ich hatte ganz viele Pullover und Hosen und ganz vielen anderen Kram und das haben wir aussortiert. Dabei sind ganze 3 Tüten voll Klamotten rausgekommen. Ich habe wirklich jedes einzelne Teil rausgenommen. Ich habe es mir angeguckt, jedes einzelne Teil wieder zusammengelegt und dann überlegt, okay, welches brauche ich nicht. Da habe ich dann natürlich geguckt, welches von den Klamotten her oder vom Stil her, welche passen überhaupt zusammen, weil ich dann doch irgendwie einen Kleiderschrank haben wollte, der optisch auch noch zusammenpasst, dass man nicht großartig drüber nachdenken muss, wie man irgendwas kombiniert, sondern irgendwie passt irgendwie doch alles miteinander zusammen. Und ja, da habe ich sehr, sehr viel T-Shirts aussortiert. Also ich habe jetzt eigentlich vielleicht nur noch so 15, 16, glaube ich, die ich aktiv anziehe. Ich habe noch so ein paar emotionale T-Shirts, die ich mal gekauft habe, irgendwie in Vancouver oder auch in Kalifornien. Das heißt, die werde ich nicht also wegschmeißen, beziehungsweise in den Container schmeißen, weil die haben für mich einfach einen emotionalen Wert, auch wenn ich sie nicht unbedingt anziehe. Aber die würde ich dann doch noch behalten. Und ja, da sind einfach 3 Tüten rausgekommen. Ich habe jetzt nicht mehr viel übrig, aber ich bin damit sehr, sehr zufrieden. Hätte ich nicht gedacht. Also ich habe echt lange Zeit, teilweise haben die Sachen gar nicht mehr reingepasst. Je nachdem, wenn die alle zusammen gewaschen waren, passt das gar nicht in den Schrank rein. Und ich weiß noch, als ich ja Anfang des Jahres bzw. Ende letztes Jahr nach Thailand ging, nur mit einem Rucksack, da fing es eigentlich komplett an, sage ich mal. Weil das war für mich letztes Jahr die größte Herausforderung, nur mit einem einzigen Rucksack bzw. Handgepäck-Rucksack, weil ich ja nur mit Handgepäck gereist bin, 4 Monate zu leben. Also man hat ja nicht viel dabei gehabt. Ich hatte irgendwie, ich glaube, Klamotten für 7 Tage, also für eine Woche in dem Rucksack drin. Und es war jetzt nicht wirklich viel, aber ich bin damit vollkommen ausgekommen über die 4 Monate. Und ich habe eigentlich auch nicht das Bedürfnis gehabt, dass mir irgendwas gefehlt hat, beziehungsweise ich irgendwie mehr bräuchte, weil es vollkommen ausgereicht hat. Und es hat mich auch sehr erstaunt, dass es tatsächlich nicht mehr sein musste. Und als ich dann wiederkam, das wissen vielleicht einige von euch noch, oder vielleicht weißt du es auch noch, dass ich ein bisschen überfordert war mit den Sachen, die in meinem Schrank zu Hause waren. Und allgemein, was ich zu Hause besessen habe, weil ich war 4 Monate nur mit 2 kleinen Rucksäcken unterwegs. Ich hatte wirklich nicht viel, was mir tatsächlich besessen oder was in meinem Besitz war. Und als man dann nach Hause kam, war das erstmal total überwältigend, wenn man den Schrank aufgemacht hat oder alles im Zimmer gesehen hat, wie viel man eigentlich hat und
Vor allem, wie ich es auch verlassen habe. Und es war halt einfach total krass. Und ich habe die ersten Tage trotzdem dann noch aus dem Rucksack gelebt, bis ich dann nach und nach natürlich alles zurück in den Schrank gelegt habe. Aber so das Gefühl zu wissen, wie wenig man auskommt, fand ich zu dem Zeitpunkt ziemlich, ziemlich krass. Und ich muss sagen, ich habe es dann leider, wirklich leider, dann irgendwie mit der Zeit wieder vergessen, beziehungsweise nicht mehr so im Fokus gehabt, weil dann kam halt der Alltag wieder und dann vergisst man ja vieles wieder, was man vielleicht vorher hatte. Und man gewöhnt sich natürlich auch wieder an die Dinge, die man hat. Teilweise habe ich mich auch gefreut, dass ich wieder mal ein anderes T-Shirt anziehen kann, als jetzt eins von den sieben, die ich dabei hatte. Dass man auch einfach mal was anderes tragen konnte. Aber ja, man gewöhnt sich halt sehr schnell dran und dann hat man wieder einen vollen Schrank und viele Sachen. Und ja, das war dann jetzt vor kurzem, haben wir das aussortiert, drei Tüten voll. Jetzt ist mein Schrank wieder leerer. Ich könnte eigentlich locker wieder mit so einem Handgepäck-Rucksack losreisen. Ich hätte damit kein Problem mehr. Und ich fühle mich tatsächlich sehr, sehr befreit, dass ich das hier in den Schrank ausgeräumt habe, von den Klamotten her. Heute habe ich dann natürlich noch, beziehungsweise, ja doch, heute habe ich angefangen. Ich hatte im Schrank noch ein Regal, wo ganz viel abgelegt war. Ich hatte da noch Hefte drin, also Reisehefte, die ich mal auf der ITB letztes Jahr mitgenommen habe, von verschiedenen Ländern. Und ganz viel Papierkram, was ich abgelegt habe, was ich nie eingeheftet habe. Und auch ganz viel Kleinkram, irgendwelche Stecker und Reisestecker und meine Visitenkarten und Glühbirnen ohne Ende, weil ich die ja ausgetauscht habe vor kurzem. Und ganz, ganz, ganz viel Kleinkram. Das habe ich rausgenommen. Ich wollte das Regal einfach mal sortieren. Und das ist natürlich noch ein bisschen ausgeweitet worden, dadurch, dass ich das ja alles einsortieren musste. Man kann sich jetzt vorstellen, ich hatte jetzt da oben einen Riesenstapel mit den Heften und daneben waren zwei solche Dokumentenablagen drin, die auch komplett voll waren. So, ich kann mal das Ergebnis sagen, schon mal vorweg. Alles, was davor drin war in diesem Regal, ist nicht mehr drin. Ich habe alles aussortiert. Es existiert nichts mehr davon. Beziehungsweise existiert schon noch. Ich habe es nur umsortiert und ganz viel weggeschmissen nochmal. Und jetzt ist dieses Regal quasi mein Regal, wo mein ganzes Equipment drin ist. Also ist jetzt die Drohne drin, die Kameras, Reiseequipment, was ich direkt wieder einpacken kann, die Powerbanks, Ladekabel etc. Und es ist jetzt alles an einem Ort. Es war nämlich vorher alles ein bisschen verteilt so im Raum, beziehungsweise in verschiedenen Schränken. Und es war immer ein bisschen nervig, das zusammenzusuchen, wenn man irgendwas brauchte. Jetzt ist es alles an einem Ort vom Equipment her. Und es freut mich jetzt natürlich sehr, dass es jetzt ein bisschen gebündelter ist. Ja, beim Einsortieren habe ich dann festgestellt, dass ich auch, sage ich mal, meine Dokumente, irgendwie Briefe, die man bekommt von irgendwelchen Versicherungen und Krankenkassen und was auch immer, habe ich natürlich schon immer einsortiert, aber seit einer Weile, sage ich mal, nicht mehr einsortiert, sondern nur noch oben drauf gelegt erstmal. Und ja, die habe ich jetzt durchsortiert. In dem gleichen Zug bin ich dann auch mal meine ganzen Ordner durchgegangen, die ich habe. Und habe alles grob mal rausgenommen, wo ich denke, das brauche ich nie wieder. Habe das alles rausgeschmissen. Dabei sind komplette drei Tüten voll Papiermüll rausgekommen, die ich komplett durchgehäckselt habe und was auch immer. Also da ist richtig, richtig viel noch rausgekommen. Und auch von den Heften habe ich ein paar weggeschmissen, wo ich weiß, okay, das brauche ich jetzt von dem Land nicht mehr. Aber das waren einfach nur reine Hefte, die irgendwie Angebote drin hatten für Rundreisen beziehungsweise irgendwelche Hotelangebote, die jetzt nicht mehr so up-to-date sind. Bei den Dokumenten habe ich auch die neuesten, die ich eingeheftet habe, alle eingescannt. Da ich ja eigentlich langfristig ja, beziehungsweise ich habe das schon mal angefangen vor einer Ewigkeit, meine Dokumente alle einzuscannen, weil ich das eigentlich gar nicht mehr in Papierform haben will, sondern einfach auf dem PC, gesichert in einem verschlüsselten Verzeichnis, beziehungsweise, wie sagt man, Laufwerk. Und ja, die habe ich dann auch jetzt zum ersten Mal die gescannten schon, damit ich das noch weiß, dass ich die schon gescannt habe, irgendwann color-codiert, also mit Farben markiert. Das heißt, ich habe einmal die rote Farbe genommen und habe einen kleinen Punkt drauf gemacht, unten in die rechte Ecke, wenn das gescannt ist. Und noch einen zweiten Punkt mit einer anderen Farbe, je nachdem, aus welchem Jahr das ist. Also ich hatte jetzt für 2015 hatte ich einen orangen Punkt, für 2016 einen grünen Punkt und für 2017 einen blauen Punkt. Und dadurch konnte ich auch im Nachhinein, wo ich dann die neuen Sachen eingeheftet habe,
die relativ schnell in der Reihenfolge einheften, weil ich das einfach nur noch an dem Punkt sehen musste und nicht mehr irgendwo auf diesem Zettel nach einem Datum suchen musste. Ja, das habe ich jetzt auch alles eingeheftet wieder. Und dann musste ich noch mein zweites Regal ausräumen, weil da auch noch ein paar Sachen drin waren, die dann teilweise in die Ordner rein mussten, teilweise sollte da dann was anderes rein, was in dem Regal vorher drin war, musste raus. Ich habe mir jetzt auch eine Art Erinnerungsbox gemacht, wo ganz viele Sachen drin sind, die ich von irgendwelchen Reisen habe, beziehungsweise Dinge von früher. Da ist dann irgendwie Dinge von Kanada drin, die ich mitgenommen habe, Postkarten, Flugtickets, irgendwelche Schriften, die ich mal bekommen habe und auch von Freunden Dinge, die ich bekommen habe. Und ja, das ist jetzt in meiner Erinnerungsbox. Das habe ich jetzt auch mal alles an einem Platz, weil es lag auch vorher ein bisschen sehr viel durcheinander überall. Und das freut mich auch, dass ich das jetzt mal hinbekommen habe, dass alles an einem Fleck ist. Ja, in dem gleichen Zug habe ich auch mitbekommen, dass ich sehr viele Schreibblöcke habe. Und die sind jetzt auch alle an einem Ort mit den Stiften zusammen. Das heißt, ich habe jetzt erstmal genug Papier zum Schreiben oder Scribblen oder was auch immer. Und ja, dadurch konnte ich mein anderes Regal auch nochmal aussortieren. Und jetzt ist alles wirklich total durchsortiert. Ich habe jetzt thematisch die ganzen Regalfächer. Ich weiß, wo was ist. Ich muss nichts mehr suchen. Und man fühlt sich doch tatsächlich sehr erleichtert, muss ich sagen. Und mir geht es jetzt damit auch sehr viel besser. Das war jetzt so, sage ich mal, eine der ersten Stationen, die ich noch gemacht habe. Jetzt, ich sage mal, im Zuge des Minimalismus, dass man Dinge aussortiert, die man wirklich nicht mehr braucht. Oder Dinge wegschmeißt, die man eigentlich gar nicht benutzt, die jetzt ewig lang im Schrank liegen, aber man guckt sich's ja dann doch nicht an. Ich habe auch meine Bücher aussortiert komplett, die ich teilweise noch verkaufen werde, die jetzt wirklich schon lange im Schrank stehen, die ich einfach überhaupt nicht mehr angeguckt habe. Dadurch, dass ich auch einfach nur noch E-Books lese. Und an die Stelle kamen jetzt noch ein paar Magazine, die ich noch behalten möchte. Und ja, ich kann auf jeden Fall sagen, dass es sehr erleichternd ist und für mich jetzt so ein bisschen befreiend war. Und ich habe jetzt noch so ein paar Baustellen, die ich noch angehen möchte in Zukunft, beziehungsweise auch schon angefangen habe. Zum einen halt die Dokumente. Es sind ja noch sehr viele Dokumente, die ich jetzt, sag ich mal, noch nicht digital habe. Das sind halt mehrere Ordner und die muss man halt erstmal durchgehen. Aber es wäre so ein Langzeitprojekt nochmal, wo ich alle Dokumente tatsächlich einscanne, um sie digital zu haben. Und dann davon tatsächlich vielleicht nochmal ein paar wegschmeißen kann, weil ich denke, okay, es braucht jetzt tatsächlich nicht mehr irgendwelche uralten Mietverträge oder irgendwelche anderen Sachen, wo ich weiß, okay, das brauche ich eigentlich wirklich gar nicht mehr und da wird auch kein Mensch mehr nachfragen, dass man das noch entfernen kann. Aber da möchte ich erstmal alles einscannen. Das wäre jetzt noch so ein Großprojekt. Dann habe ich noch so ein Langzeitprojekt, was ich schon, ich glaube, vor 2 Jahren angefangen habe, wo ich alte Bilder eingescannt habe. Und ich habe tatsächlich die komplette Familiensammlung an Bilder eingescannt, die wir jemals hatten, die halt noch damals mit Kameras gemacht wurden, die jetzt nicht digital waren. Und es waren wirklich tausende Bilder. Und da bin ich immer noch dabei, sie einzusortieren, beziehungsweise ich habe angefangen, sie vor sehr langer Zeit mal zu importieren, alle zu taggen, die Orte und Jahreszeiten, beziehungsweise nicht Jahreszeiten, die Uhrzeiten und Tage und Orte zu taggen für die einzelnen Bilder und auch die Gesichter zu taggen, weil ich mag das irgendwie irgendwann, sag ich mal, einfach einen Namen eingeben zu können und der zeigt mir alle Bilder von der Person an und macht mir vielleicht auch noch ein Video draus oder so. Oder auch von mehreren Leuten zusammen. Und ich hätte das gerne einfach sortiert und das habe ich vor einer Weile angefangen, da bin ich jetzt mittlerweile bei 1998 angelangt und es waren schon sehr viele Bilder, aber ich weiß, dass da noch Zehntausende davor noch kommen, weil ich sage mal so ab der 2000er Grenze kamen ja dann langsam auch die Digitalkameras und Handys und da sind ja massig Bilder dazu gekommen. Aber es ist ein großes Vorhaben und ich will das irgendwann abgeschlossen haben, dass alle meine Bilder getaggt sind und Ortsmarkierungen haben. Und ich einfach nur meine Sammlung an Bildern habe, weil ich einfach sehr an denen hänge und da sind sehr viele Erinnerungen und die möchte ich gerne vernünftig geordnet haben und nicht nur so random irgendwo auf einem Ordner am PC, wo man doch nie reinschaut und so kriegt man halt immer mal
vielleicht so Rückblicke zusammen oder irgendwie kann da mal reinscrollen oder sich das angucken, ganz bequem. Und das finde ich ganz schön, deswegen möchte ich es gerne machen. Ist auch ein sehr großes Projekt für mich und ein Langzeitprojekt. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, wie ihr eure Bilder handhabt, ob ihr die taggt oder so, aber ich finde es eigentlich ganz cool. Und dann gibt es noch ein drittes Projekt, was ich mache im Zuge des Aufräumens und Löschens und was auch immer. Was ich auch in letzter Zeit schon häufiger mache, ist, dass ich immer mehr versuche, meine ganzen Dateien auf dem PC zu sortieren. Das sind natürlich jetzt, sag ich mal, zwei verschiedene PCs und ganz, ganz viele Festplatten. Und da sind unendlich viele Dateien drauf, teilweise doppelt und dreifach, weil ich das immer mal irgendwann gesichert und nochmal gesichert und teilweise blicke ich da aber auch nicht mehr durch, was ich eigentlich alles habe. Und die muss ich auch noch alle durchgehen, um da einfach mal Platz zu schaffen, die Dinge durchzusortieren, zu überlegen, okay, was brauche ich eigentlich noch davon, auch von den alten Dateien, was brauche ich davon noch? Und hat sich natürlich über die letzten, ich sag mal, 10 Jahre oder sogar noch länger, 15 Jahre, sehr, sehr viel angesammelt an Dateien. Ich habe zwar immer mal gelöscht und so, natürlich, aber ist natürlich noch sehr, sehr viel da. Manche Dateien möchte ich auch gar nicht löschen, weil da sind noch, sag ich mal, Anfänge von meinen Design, Anfängen drin, so. Alte Webseiten, die ich so als erstes gemacht habe, oder auch so Avatare und sowas, das will ich ja irgendwie behalten, weil es irgendwie eine Erinnerung ist. Aber es sind noch sehr, sehr viele andere Dateien, die man einfach nicht braucht. Im Zuge dessen will ich mir auch angewöhnen, ist noch ein bisschen schwierig, angewöhnen, dass ich meine SD-Karten, so von den Kameras und von der Drohne, immer leere, sobald ich irgendwie eine Session hatte, irgendwo eine Fotosession, dass ich die Bilder komplett auf dem PC spiele, direkt einsortiere, wenn sie bearbeitet sind und dann auch direkt auch wieder die, die ich nicht brauche, lösche, weil ich habe auch noch so viele Bilder, die ich eigentlich ja, die vielleicht verschwommen sind oder irgendwie nicht richtig waren, die ich einfach nie gelöscht habe, weil ich dann das vielleicht importiert habe, aber das dann nur in dem importierten Programm gelöscht wurde, aber nie im Ordner gelöscht wurde und das muss ich halt auch noch durchgehen, um da einfach mal so ein Data Detox zu machen. Und natürlich wieder Platz zu gewinnen. Und das ist so ein Riesenprojekt. Ich weiß nicht, wie ihr das macht mit euren Daten, aber man hat es natürlich immer so, wenn man irgendwie einen neuen PC kriegt oder eine neue Festplatte, dann ist man so, oh ja, die wird diesmal komplett sortiert bleiben und da kommt kein Müll drauf. Oder der neue PC, wenn er komplett frisch ist, dann so, oh Gott, jetzt lasse ich direkt alles im Download-Ordner, schmeiße ich direkt raus oder lösche das halt direkt, weil ich es nicht mehr brauche oder halt alles frei. Aber irgendwie kommt man dann doch in die Situation irgendwann, dass es dann doch mit der Zeit zumüllt, weil man sich irgendwie selber doch nicht dran hält oder ich mich nicht dran halte. Und ja, das muss ich jetzt einfach mal aufräumen. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, beziehungsweise wie du das machst mit deinen Daten, ob du die direkt sortierst oder ob du da auch so ein bisschen schluderig bist. Aber ich finde, das hat so, man bekommt ein sehr, sehr gutes Gefühl, wenn man das dann alles mal irgendwann sortiert hat. Also ich bekomme ein sehr gutes Gefühl dafür. Weil ich dann weiß, wo was ist, was habe ich. Und ich habe nicht so viel Müll irgendwo und muss nicht irgendwo durchforsten und was weiß ich, sondern ist alles klar strukturiert und es ist nicht mehr so viel. Und ich glaube auch, dass dieses Bedürfnis nach Struktur und Minimalismus, der immer mehr in den letzten 2 Jahren, sag ich mal, so total in den Vordergrund rückte und so, so viele Leute alles sortieren und was weiß ich und auf diesen Zug aufspringen. Ich glaube, es kommt daher, dass wir einfach so überreizt sind an Informationen und Möglichkeiten heutzutage. Und überall gibt es irgendwas und man besitzt auch so viel und wird von ganz vielen Dingen abgelenkt und dass man einfach selbst diesen Fokus braucht und diesen Fokus irgendwie nur damit versucht zu erreichen, indem man viel löscht und entfernt oder wegschmeißt, um einfach wieder so eine kleine Struktur für sich zu haben in dieser unendlichen Welt von Optionen. Und ich glaube, dass es daher dieses starke Bedürfnis in den letzten Monaten, Jahren aufkam bei vielen Leuten. Weniger, weil es ein Trend ist, sondern einfach, weil das Gefühl einem sagt, ich brauche das einfach, um mich selbst noch irgendwie zu spüren, beziehungsweise zu wissen, was ich habe und was ich nicht habe.
Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und ich denke, dass es für jeden vielleicht mal ein sehr interessantes Experiment wäre, irgendwie, wenn du jetzt sagst, du willst auch vielleicht ein bisschen loswerden, du hast zu viele Sachen zu Hause, du hast zu viel in deinem Schränken, zu viele Klamotten, was du eh nicht mehr anziehst, oder Dinge, die du nicht brauchst, irgendwelche Zettel oder Kleinkram, den du irgendwann mal angeschleppt hast, oder auch Dateien auf dem PC oder was auch immer. Und du sagst, hey, das ist dir auch irgendwie zu viel, oder du hast so viel Kram, wenn du mal so drüber nachdenkst, was du eigentlich gar nicht benutzt. Warum brauchst du es dann noch? Also, vielleicht kannst du dich ja auch einfach mal hinsetzen und sagen, hey, heute beschäftige ich mich mit dem. Heute räume ich meinen Schrank aus, oder heute sortiere ich mal meine Klamotten aus oder was auch immer. Und vielleicht hilft es dir auch, da irgendwie ein bisschen mehr Struktur reinzukriegen, ein bisschen leichter zu werden, sag ich mal. Weil man schmeißt ja auch in gewissermaßen Ballast ab, den man so mit sich trägt. Und dann ist das Leben auch ein bisschen leichter irgendwie. Man hat nicht mehr so viel und braucht es aber auch gar nicht. Also es ist alles ein bisschen einfacher. Und ja, ich hoffe, dass es für dich vielleicht auch eine Möglichkeit wäre. Oder vielleicht hast du es auch schon gemacht und kannst mir das vielleicht mal irgendwie schreiben irgendwo, wie es für dich war, wie das Gefühl für dich ist, dass du so viele Sachen weggeworfen hast. Und ja, vielleicht auch, was du generell zum Minimalismus denkst. Und ja, ich wollte einfach da mal kurz meine Erfahrungen teilen. Vielleicht kommt das Thema nochmal in einer anderen Folge auf. Aber das war jetzt so das, womit ich mich in den letzten Tagen oder auch schon, eigentlich schon länger, aber jetzt intensiver wieder in den letzten Tagen beschäftigt habe, weil ich einfach mal wieder diesen Fokus dafür hatte. Und darüber wollte ich einfach mal sprechen und vielleicht ein paar Tipps mitgeben oder vielleicht so Insights, was ich gemacht habe. Und vielleicht hilft es dem einen oder anderen, vielleicht hilft es dir ja weiter oder dem einen oder anderen. Das heißt, das war's jetzt mit der ersten Podcast-Folge. Es sind genau 26 Minuten, das ist eine gute Länge, denke ich. Ich hoffe, dass die Länge ungefähr passt. Ich denke, dass die meisten Folgen so zwischen 20, 30 Minuten werden, vielleicht auch kürzer. Und da werde ich öfters mal etwas aus meinem Leben berichten. Und ich hoffe, dass es interessant war und ich hoffe, dass du beim nächsten Mal wieder einschaltest bei der nächsten Folge. Eine Sache übrigens noch, du kannst mir natürlich auch jederzeit auf Instagram folgen oder auf YouTube. Such einfach nach Solonomade und dann findest du mich auch dort und kannst mir auch gern folgen. Und ja, da freue ich mich natürlich sehr über jedes Abo. Und falls du Lust hast, irgendwie mal vorbeizuschauen im Blog, dann guck am Blog vorbei unter www.solonomade.de. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge. Hab einen guten Tag und ja, wir hören uns.